Moin und willkommen hier zur nächsten Folge der Rennuni und wir sind heute auf Barcelona unterwegs und zwar im McLaren 27S GT3 und im Cayman GT4 und ja, zur kleinen Einleitung vom Rennen, wie wir das oder vorm Streckenguide, wie wir das immer machen, einfach hier einmal kurz die Strecke eingeblendet. Die wichtigen Kurven sind in Orange markiert, weil wir haben im Hinterkopf, dass die wichtigste Kurve auf einer Strecke immer die schnellste Kurve hin zur längsten Gerade ist. Deswegen habe ich hier die Strecke wieder eingezeichnet, habe die wichtigen Kurven markiert, weil wir gerade nach Turn 15, nach Turn 3 und nach Turn 9 relativ lang geradeaus fahren. Dementsprechend sind die Kurven besonders wichtig. Ansonsten, ja, Barcelona hat gar kein einfacher Kurs eigentlich. Mit den Schikanen, schnellen Kurven, hängenden Kurven und ja, nicht einsehbaren Kurven. Auch ja, eigentlich eine relativ schwierige Strecke. Deswegen geben wir jetzt die Kurve für Kurve einfach mal die Strecke durch und ich erkläre euch so die wichtigen Stellen, worauf ihr ein bisschen aufpassen müsstet. Und ja, da werden wir gleich einfach vorgehen, wie wir es sonst auch immer gemacht haben. Erst Onboard GT3, dann Onboard GT4 und dann sehen wir den GT3 nochmal von außen, dass wir einfach von außen nochmal ein bisschen auf die Linie gucken können. So, und am besten mit dem Bremspunkt. Die Bremspunkte sind nicht markiert, bedeutet aus der GT3-Sicht oder aus der GT4-Sicht, ihr seht ihr ja unten rechts an der Gas- und Bremsstellung, an welcher Stelle ich denn dann auf der Bremse bin. Da könnt ihr euch dann so ein bisschen die Bremspunkte ja angucken und merken, weil in der Vergangenheit immer mal wieder hieß, oh, hier keine Bremspunkte gezeigt. Die habe ich bewusst nicht gezeigt, weil man ja einfach ja an der Pedalstellung sieht, wo man dann auf dem Gas oder der Bremse ist. So, und wir beginnen jetzt mit der GT3-Runde. Fahren jetzt hier über Start und Ziel, beginnen jetzt hier die Runde. Fahren Richtung Turn 1, da benutzen wir diese grüne Fläche noch vom Curb, versuchen einfach ja ein bisschen weiter von außen in die Kurve zu fahren. Gehen jetzt hier gar nicht so aggressiv über den Curb, da müsst ihr so aggressiv über den Curb, wie es möglich ist. Der McLaren mag es jetzt nicht unbedingt. Jetzt ganz schwierige Kurve, wir gehen ein bisschen vom Gas runter, dass das Auto sich ein bisschen auf die Vorderachse wieder setzt und wir einfach mehr Grip auf die Vorderachse bekommen, dass wir einfach durch die schnelle Rechtskurve ja, ein bisschen mehr Grip auf die Vorderachse bekommen, dass wir besser einlenken können und dass wir die Kurve dann perfekt erwischen. Wichtig ist, dass ihr viel mit Corner Speed mitnehmt und dass ihr wieder früh ans Gas kommt, dass ihr einfach dann mit viel Schwung aus der Kurve rauskommt. Das gleiche ist eigentlich im GT4 der Fall, hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen, auch hier wieder nach links ausgeholt, jetzt so weit wie es geht über den Curb, hier auch leicht über den Curb aufpassen, dass das Auto nicht zu nervös wird, jetzt lange mit Gas in die Kurve fahren, dann kommt eine kurze Lupf- bzw. minimale Bremsphase an der Stelle und dann geht es auch aus der Kurve raus. Dazu muss ich sagen, vielen Dank an den David Michel, der mir die GT4-Runde, unser Uni-Coach, der mir die GT4-Runde zur Verfügung gestellt hat. Also meine Runde war die GT3-Runde, die wir jetzt von außen sehen, und seine Runde ist die GT4-Runde. Und wir sehen es jetzt hier in den ersten Kurven sehr schön an der schwarzen Ideallinie. Wir bremsen hier an, gehen jetzt hier über den Curb und wir sehen eigentlich anhand der schwarzen Linie, wie wir dem Streckenverlauf folgen sollen. Gehen jetzt hier leicht in der Längskurve auch noch über den Curb, positionieren uns dann direkt wieder nach links, weil wir in der Rechtskurve natürlich, beziehungsweise weil wir die Rechtskurve ein bisschen besser vorbereiten wollen. Wir sehen es hier, dass ich in Kurve 1 relativ weit gegangen bin, das war vielleicht nicht unbedingt ideal, dafür konnte ich mich aber für die Rechtskurve gut positionieren. Wir sehen es jetzt hier nochmal in halber Geschwindigkeit. Andere Autos können hier ein bisschen weiter über den Curb, der McLaren fährt da ungern so weit über den Curb. Hier gucken, dass man die Traktion sehr sauber auf die Straße bringt und dann positionieren wir uns weit links, um dann hier die Rechtskurve gut anzufahren. Da sind wir nie ganz vom Gas gegangen, gerade bei Autos mit einer nervösen Hinterachse. Wir sehen es jetzt hier unten. Wir haben nur ein bisschen gelupft, aber sind dann wieder ans Gas gegangen. Das Problem an der Kurve ist, wenn ihr zum Beispiel im Porsche fahrt und ihr reißt ihr lupft komplett und ihr geht abrupt komplett vom Gas, dann zerschießt ihr euch in dem Moment so stark eure Autobalance, dass ihr im schlechtesten Falle euch einfach aus der Kurve rausdreht oder zumindest ja einen riesen Quersteher habt.
Und das müsst ihr auf jeden Fall verhindern. Deswegen ist das ganz wichtig, dass ihr dann auch mit Gefühl vom Gas geht. Und gerade bei den anfälligen Autos, was die Aeroballons angeht, einfach da auf der sicheren Seite bleibt. So, wir sehen hier, dass man im Cayman, der Cayman hat ja das Problem, dass er nicht so schön in die Kurve auf der Bremse einlenken kann. Deswegen ist das sehr spezifisch, dass der Cayman GT4 immer ein bisschen versucht gerade zu bremsen und nach der Bremsphase versucht einzulenken. Mit dem McLaren ist das eine andere Sache, den können wir auf der Bremse mit Hilfe von Trail Braking auch sehr, sehr schön in die Kurve fahren. Wir sehen das jetzt. Ja, oder wir sehen uns das jetzt auch von außen an, sehen, dass wir von, ja, ungefähr unter dem Schild anfangen zu bremsen, bremsen uns dann in die Kurve rein und dann sind wir ungefähr in der Mitte der Kurve an dem Punkt, wo wir schon voll ans Gas gehen. An der Stelle, wo wir voll ans Gas gehen, sehen wir den Ausgang noch nicht. Wir sehen den Körper am Ausgang noch nicht. Das ist ganz wichtig, auch hier bei der Kurve, wir fahren erst relativ spät rein. Am Eingang der Kurve sehen wir nicht, wo wir den Körper berühren wollen. Den treffen wir nämlich erst hier an der Stelle, genau. Da müssen wir am Ausgang gucken, dass wir mit den Track Limits im Rahmen bleiben. So, wir sehen es jetzt nochmal im GT3, wir fahren in die Kurve und jetzt berühren wir erst den Curb. Heißt, wir berühren den Curb erst sehr, sehr spät. Oder, ja, nicht so weit am Anfang, einfach, dass wir unser Auto schon ein bisschen mehr gedreht haben und dass wir auch sehr früh ans Gas kommen. Die Kurve ist besonders schwierig, weil man hier keinen Referenzpunkt eigentlich für die Bremse hat. Das ist sehr, sehr schwierig, tue ich mich auch schwer. Ich habe keinen optischen Punkt, den ich mir irgendwie merken kann fürs Bremsen. Hier ist das anders, hier fängt der Curb rechts an, da kann man sich eine gute Orientierung schaffen. Und dann fahre ich in der Linkskurve im GT3 nicht über den Curb. Auf der rechten Seite fahre ich dann aber voll über den Curb. Alles, was die Track Limits an der Stelle hergeben. Der David fährt an der Stelle ein bisschen weiter über den Curb. Der GT4 ist aber auch ein bisschen weniger anfällig. Also wir sehen es hier, wir fahren an den Curb, aber nicht über den Curb und dann auf dem hinteren Teil. Ja, nehmen wir alles an Streckenbreite mit, was uns die Simulation da hergibt. Wir sehen das, wir gehen jetzt hier leicht ans Gas, gucken, dass unsere Hinterachse nicht ausbricht und das ist keine Track Warning. Das heißt, wir müssen da wirklich ausnutzen, was wir an Strecke gegeben bekommen. So, auch hier, wir fahren erst ganz spät an den Curb. Ich habe in der vorherigen Uni mal gesagt, dass, ja, ich versuche den Curb nach ungefähr 2/3 der Curblänge zu treffen. Also relativ spät erst. Man sieht beim in die Kurve fahren auch eigentlich nicht den Curb, an welcher Stelle man ihn berühren möchte. Also wir berühren ihn jetzt erst. Und dann gucken wir einfach, dass wir ganz viel Schwung mitnehmen. Wir wollen nicht aktiv wirklich über den Curb drüber fahren, weil das einfach, ja, in den meisten Fällen sehr viel Nervosität ins Auto bringt. Und wenn wir da einen Quersteher haben, dann nehmen wir diesen Zeitverlust, diesen Geschwindigkeitsverlust einfach über die komplette Streckenlänge mit. Und das ist natürlich was, was wir auf keinen Fall wollen. Jetzt in der Spitzkehre gucken wir einfach, dass wir, ja, früh ans Gas kommen, dass wir genau den Apex treffen. Im GT4 ist das genau gleich. Hier war unsere Hinterachse ein bisschen nervöser. Und da guckt man einfach nur, dass man sauber rausbeschleunigt. Auch hier sehen wir, dass wir den Curb jetzt erst treffen. Und dann gucken wir einfach, dass wir früh und aggressiv ans Gas gehen. In dem Moment, wo wir die Lenkung öffnen. Heißt, wir fahren in die Kurve, dann öffnen wir die Lenkung und dann gehen wir voll ans Gas. Und dann in dem Moment, wo ihr die Lenkung öffnet und ihr geht ganz ans Gas, sollte das auch mit der Traktion hinhauen. Das ist, ja, man sagt es eigentlich nicht, weil es eigentlich, ja, für die meisten schon selbstverständlich ist. Aber es könnte natürlich gerade für die Anfänger eine ganz interessante und nützliche Information sein, die man vielleicht gar nicht immer thematisiert. Auch hier im Cayman haben wir wieder die Thematik in der Rechtskurve, dass er gerade anbremst und nach der Bremsphase einlenkt. Das ist ähnlich wie in der Kurve 4 schon war. Das geht im GT3 da ein bisschen angenehmer. Wir sehen es, wir fahren am Eingang hier ein bisschen über den Curb, bremsen uns dann in die Kurve rein, gehen dann vorsichtig ans Gas, gucken auf jeden Fall, dass es passt und dann müssen wir, ja, irgendwann den Punkt wählen, an dem wir voll ans Gas gehen. Und auch da sieht man am Ende nicht,
wo wir rauskommen. Heißt, ihr geht ans Gas und das muss dann einfach eine Gefühlssache sein, wo es dann passt. Und die Schikane danach wird extrem wichtig. Gerade der Exit aus der Schikane, habe ich ja gesagt, geht auf die längste Gerade. Es ist ganz wichtig, dass ihr den richtig trefft. Und dann ist die Uhr jetzt bei einer 1:42.9 an der Stelle stehen geblieben. Im Cayman genauso. Wir fahren hier in die Kurve rein. Wir dürfen die Wurst Sausage Curbs hier nicht berühren. Gucken dann, dass wir unser Auto jetzt hier sauber positionieren. Hier haben wir ja ein bisschen korrigieren müssen. Und da ist einfach ganz wichtig in der Schikane, dass der Fokus auf der letzten Kurve der Schikane liegt. Und ja, beim Dave ist jetzt die Uhr bei einer 1:52.6 stehen geblieben. Auch das eine Mega-Zeit im GT4. Ja, und jetzt gucken wir uns nochmal die Schikane von außen an. Im McLaren, wir sehen es jetzt hier, dass wir in die Kurve reinfahren, kommen relativ weit raus, können uns aber noch komplett wieder nach rechts positionieren und vor der letzten Kurve der Schikane müssen wir uns sehr weit links positionieren, dass wir da einfach ganz, ganz früh ans Gas kommen. Und das ist halt die wichtige Stelle, dass der Exit gut ist, weil da werden wir die Zeit gewinnen. Ob wir jetzt hier die Kurven dazwischen opfern, ist relativ egal, weil das ist ja nur eine ganz, ganz kleine Gerade. Und wir sehen es jetzt hier, wir fahren in die Kurve, wir halten uns ganz weit links, lupfen jetzt einmal kurz für die Rechtskurve und sind ganz früh am Gas, gucken, dass wir nicht zu weit rausfahren wegen den Track Limits. Und gucken, dass wir die Traktion einfach sauber auf die Straße bringen. Wir sehen es hier, wir fahren nah an den Curb, halten uns weit links, lenken ein, fahren wieder ganz nah an den Sausage Curb ran und sind sehr, sehr früh wieder am Gas. Und ja, darauf kommt es eigentlich dann auch in Barcelona an. Und jetzt zu guter Letzt gucken wir uns einfach beide Runden ja nochmal im Ganzen an, ohne dass wir jetzt hier die Cuts drin haben, dass man einfach mal die ganze Runde einmal ganz flüssig sieht. Da bin ich immer ein großer Fan von, dass man einfach das einmal im Ganzen betrachtet. Wir sehen es jetzt hier wieder nicht zu hart über den Curb. Wenn das Auto das nicht kann, dann hier leicht gucken, dass wir die Traktion sauber auf die Strecke bekommen. Dann lange mit Vollgas in die Kurve reinfahren. In der Mitte diese kurze Lupfphase vorsichtig einbringen, ohne dass das Auto jetzt zu sehr ausbricht. Dann auch hier wieder Streckenbreite nutzen. In die Kurve rein, bremsen, am Curb bleiben. Früh ans Gas, wir sehen den Exit nicht. Traktion sauber auf den Boden bringen. Hier einen guten Bremspunkt, ja, gefühlsmäßig erarbeiten, dann auch hier wieder früh ans Gas, Streckenbreite nutzen. Ganz, ganz wichtig. Hier den Curb als Bremspunkt zur Referenz nehmen, dann hier nicht zu sehr über den Curb fahren, außen alles überfahren, was noch als Strecke zählt. Dann hier spät in die Kurve reinfallen lassen, den Curb erst spät treffen, Streckenbreite wieder nutzen, viel Schwung mitnehmen. Jetzt Richtung Spitzkehre kann man wunderbar hier rechts die Bremsschilder nehmen, etwas vor der 100 Meter bremsen, in die Kurve fallen lassen, Apex treffen, am besten ein bisschen eher ins Gas gehen, als ich das hier war, das war ein klein wenig zu spät. Dann in die Rechtskurve fallen lassen, voll ans Gas, man sieht den Exit nicht, wo man hin will, jetzt fahren wir erst über den grünen Curb, jetzt wichtig, nicht über die Sausage Curbs, schön sauber fahren, den Bremspunkt nicht verpassen, weit links positionieren vor der Rechtskurve und dann mit viel Schwung wieder raus auf die Gerade beschleunigen. Ja, und dann war das die GT3 on board mit einer 1:42.9 und dann gucken wir uns auch direkt im Anschluss nochmal die GT4 Runde an. So, an der Stelle starten wir jetzt mit dem GT4 durch. Zu der Runde kann ich nicht ganz so viel zumindest persönliche Erfahrung sagen, weil ich einfach noch nie einen GT4 auf Barcelona gefahren bin und die Runde, wie gesagt, vom David Michel stammt. Wir sehen es hier schön angebremst, ein bisschen aggressiver über den Curb als mit dem GT3. Auch hier Traktion sauber auf den Boden gebracht, dann hier auch die kleine Lupfphase. Er war ganz leicht an der Bremse, sehen Sie, er musste einmal nochmal korrigieren mit dem Lenkrad. Ansonsten auch früh ans Gas, ganz wichtig, jetzt hier wieder Porsche-Thematik, versuchen so gerade wie möglich zu bremsen. Jetzt ist die Bremsphase vorbei und er lenkt danach erst mehr ein. Das ist gerade im Cayman ganz, ganz wichtig. Auch hier schön gerade anbremsen und nach der Bremsphase einlenken, den Curb erst recht weit außen treffen, dann die Streckenbreite wieder schön ausgenutzt.
jetzt hier in dem Falle, wenn man möchte, kann man links auf jeden Fall besser über den Curb. Das macht er hier auch. Dann die Streckenbreite am Ausgang wieder nutzen. Und jetzt hier einfach in die Kurve fallen lassen. Auch hier wieder die Streckenbreite nutzen. Viel Schwung mitnehmen mit Corner Speed an der Stelle. Wirklich sehr, sehr entscheidend. Dann hier vor dem 100 Meter Schild oder vor dem 100 Meter Schild wieder den Anker werfen. Hier hat er ein klein bisschen zu viel Speed mit reingenommen. Da ist die Hinterachse einmal ganz kurz ein bisschen nervös geworden. Ansonsten passt das auch sehr gut. Hier wieder Thematik, gerade bremsen und danach einlenken. Und jetzt hier in die letzte Rechtskurve. Schikane gut treffen, schön sauber bleiben. Nicht zu früh ans Gas gehen, nicht die Hinterachse überfordern. Hier ein bisschen weit über den Curb gefahren, musste einmal nachkorrigieren. Und ja, das war eigentlich die Vorstellung von dem Barcelona Guide der Rennuni. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und ja gut, dann wäre es halt noch interessant zu wissen, ob euch dieses Format hier weiterhilft, ob euch das wirklich hilft, die Strecke besser zu verstehen und ob ihr da besser auf Pace kommt. Ansonsten kann ich euch natürlich nur die Live-Rennuni empfehlen bei Rennwelten auf dem Discord. Deswegen guckt auch da gerne vorbei und dann freue ich mich natürlich über jeden Kommentar und jede Bewertung und bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.